Trisha hörte den Schuss, wusste sofort, was das gewesen war, und sah eines der aufgestellten Ohren des Dings plötzlich an seiner äußersten Spitze wie ein eingerissenes Stück Papier auseinanderfliegen. Einen Augenblick lang konnte sie durch die klaffenden Hauslappen kleine Stücke blauen Himmels sehen. Sie sah auch einen Schauer roter Tröpfchen. Nicht größer als Scheinbären. In hohem Bogen durch die Luft fliegen. Im selben Augenblick erkannte sie, dass der Bär wieder nur ein Bär war, dessen Augen groß und glasig waren und auf eine komische Weise verblüfft aussahen. Oder vielleicht war er immer nur ein Bär gewesen. Aber sie wusste es natürlich besser. Trisha setzte ihre Bewegung fort, warf den Baseball. Er traf den Bären genau zwischen die Augen und, oha, hey, wenn das keine Halluzination war. Sie sah ein paar Mignon-Batterien der Marke Energizer heraus und auf die Straße fallen. »Strike 3 gegeben«, kreischte sie, und beim Klang ihrer heiseren, triumphierenden, sich überschlagenen Stimme machte der angeschossene Bär kehrt und ergriff die Flucht. Er trottete auf allen Vieren davon, wurde rasch schneller und verlor aus seinem zerfetzten Ohr weiter Blut, während er in einen schnellen Trab verfiel, der sein Hinterteil wackeln ließ. Dann kam der Peitschenknall eines zweiten Schusses und Trisha spürte die Druckwelle des Geschosses, das kaum einen Fuß rechts von ihr vorbeiflog. Es wirbelte eine kleine Wolke Straßenstaub weit hinter dem Bären auf, der einen Haken nach links schlug und wieder im Wald verschwand. Einen Augenblick lang sah Trisha noch seinen schwarzen Pelz, dann kleine Bäume, die wie in einer Parodie vor Angst zitterten, als er sich zwischen ihnen hindurchzwängte, und dann war der Bär verschwunden. Sie drehte sich taumelnd um und sah einen kleinen Mann, der eine geflickte grüne Hose, grüne gummierte Jägerstiefel und ein altes, flatterndes T-Shirt trug, auf sich zurennen. Sein Schädel war oben kahl, seitlich hingen ihm lange Haare bis auf die Schultern herab, eine randlose Brille mit kleinen Gläsern glitzerte in der Sonne. Er hielt sein Gewehr hoch über dem Kopf, wie angreifende Indianer in einem alten Film. Dass sein T-Shirt das Emblem der Red Sox trug, überraschte sie nicht im geringsten. Jedermann in New England schien mindestens ein Soxhemd zu besitzen. »Hey, Kleine«, brüllte er, »hey, Kleine, um Gottes Willen, fehlt dir auch nichts!« »Allmächtiger, das war ein gottverdammter Bär! Fällt dir auch nichts?« Trisha stolperte auf ihn zu. »Strike 3 gegeben«, sagte sie, aber die Worte waren außerhalb ihres eigenen Mundes kaum zu hören. Sie hatte den größten Teil ihrer restlichen Energie mit diesem letzten Schrei verbraucht. Jetzt konnte sie nur noch mit blutigen Lippen heiser flüstern, »Strike 3 gegeben! Ich hab den Curveball geworfen und ihn total überrascht!« »Was?« Er blieb vorstehen. »Ich verstehe dich nicht, Schätzchen. Sag's nochmal.« »Hast du's gesehen?« fragte sie und meinte damit den Pitch, den sie geworfen hatte. Diesen unglaublichen Curveball, der nicht nur eine gekrümmte Bahn beschrieben, sondern wie eine Peitsche geknallt hatte. »Hast du's gesehen?« »Ich hab's gesehen, wie...« Aber in Wirklichkeit wusste Herrick nicht genau, was er gesehen hatte. In der scheinbar stillstehenden Zeit, in der das Mädchen und der Bär sich angestarrt hatten, war er sich einige Sekunden lang nicht sicher, nicht ganz sicher gewesen, dass das ein Bär war. Aber das erzählte er niemals. Die Leute wussten, dass er trank. Sie hätten ihn für verrückt gehalten. Und jetzt sah er nur ein kleines Mädchen, das offenbar hohes Fieber hatte und wie ein Strichmännchen aussah, das nur noch von Schmutz und zerfetzten Kleidungsstücken zusammengehalten wurde. Wie die Kleine hieß, fiel ihm gerade nicht ein, aber er wusste, wer sie war. Ihr Verschwinden war im Radio und auch im Fernsehen gemeldet worden. Er hatte keine Ahnung, wie sie so weit nach Nordwesten gelangt sein konnte, aber er wusste genau, wer sie war. Trisha stolperte über ihre eigenen Füße und wäre auf die Straße geknallt, wenn Herrick sie nicht aufgefangen hätte. Dabei löste sich dicht neben ihrem Ohr noch ein Schuss aus seinem Gewehr. Ein Krag Kaliber 350, das ein ganzer Stolz war, und machte sie vorübergehend taub. Aber Trisha nahm es kaum wahr. Das alles erschien ihr irgendwie normal. »Hast du's gesehen?« fragte sie, ohne imstande zu sein, ihre eigene Stimme zu hören, und nicht einmal völlig sicher, ob sie wirklich sprach. Der kleine Mann wirkte verwirrt und ängstlich und nicht besonders intelligent, aber sie fand, er siehe freundlich aus. »Ich habe ihn mit einem Curveball erwischt, ihm keine Chance gelassen, verstehst du?«
Seine Lippen bewegten sich, aber sie verstand nicht, was er sagte. Er legte sein Gewehr am Straßenrand ab, und das war eine Erleichterung. Dann nahm er sie über seine Schulter und drehte sich so rasch um, dass ihr schwindelig wurde. Hätte sie noch etwas im Magen gehabt, hätte sie sich vermutlich übergeben müssen. Sie begann zu husten. Auch das konnte sie nicht hören, weil ihre Ohren schrecklich laut dröhnten, aber sie konnte es fühlen, konnte das Ziehen tief unten in ihrem Brustkorb spüren. Sie wollte ihm sagen, dass sie froh war, getragen zu werden, froh war, gerettet zu werden, aber sie wollte ihm auch sagen, dass das Bärending zurückgewichen war, noch bevor er geschossen hatte. Sie hatte die Verwirrung auf dem Gesicht des Bärendings, hatte seine Angst vor ihr gesehen, als sie aus der Ausgangsposition in die Bewegung übergegangen war. Sie wollte diesem Mann, der jetzt mit ihr rannte, etwas sagen, etwas sehr Wichtiges sagen, aber er schüttelte sie durch und sie musste husten und in ihrem Kopf klingelte es und sie wusste nicht, ob sie es sagte oder nicht. Trisha versuchte noch immer zu sagen, »Ich hab's geschafft, ich hab das Spiel gemacht«, als sie ohnmächtig wurde. Nach dem Spiel. Sie war wieder im Wald und sie kam auf eine Lichtung, die sie kannte. Mitten darauf, neben dem Baumstumpf, der kein Baumstumpf, sondern ein Torpfosten mit einem in seine obere Fläche eingelassenen Ringbolzen war, stand Tom Gordon. Er schnippte den Ringbolzen nachlässig vor und zurück. »Diesen Traum habe ich schon mal gehabt«, dachte sie, aber als sie näher herankam, merkte sie, dass er sich in einem Punkt verändert hatte. Statt seiner grauen Spielerkleidung für Auswärtsspiele trug Tom die weiße für Heimspiele mit der Nummer 36 in leuchtend roter Seide auf dem Rücken. Also war die Reise an die Westküste vorbei. Die Sox waren wieder in Fenway Park, wieder zu Hause, und die Auswärtsspiele lagen hinter ihnen. Aber Tom und sie waren hier. Sie waren wieder auf dieser Lichtung. »Tom?«, fragte sie zaghaft. Er sah sie mit hochgezogenen Augenbrauen an. Zwischen seinen talentierten Fingern kippte der rostige Ringbolzen vor und zurück. Vor und zurück. »Ich habe das Spiel entschieden.« »Ich weiß, dass du das getan hast, Schätzchen«, sagte er. »Das hast du gut gemacht.« Vor und zurück. Vor und zurück. Wen rufen Sie an, wenn Ihr Ringbolzen kaputt ist? Wie viel davon ist wirklich gewesen? Alles, sagte Tom, als sei das nicht weiter wichtig. Und dann noch einmal. Das hast du gut gemacht. Es war dumm von mir, den Weg zu verlassen, wie ich es getan habe, nicht wahr? Er sah sie leicht überrascht an, dann schob er seine Mütze mit der Hand hoch, die nicht damit beschäftigt war, den Ringbolzen vor und zurück zu kippen. Er lächelte, und als er lächelte, wirkte er jung. »Welchen Weg?«, fragte er. »Trisha?« Das war eine Frauenstimme, die von hinten kam. Sie klang wie die Stimme ihrer Mutter, aber was hätte Mom hier draußen im Wald zu suchen gehabt? »Sie hört sie wahrscheinlich nicht«, sagte eine andere Frau. Diese Stimme kannte sie nicht. Trisha drehte sich um. Im Wald wurde es dunkel. Die Umrisse der Bäume verschwammen, wurden unwirklich, glichen einer Theaterkulisse. Schemen bewegten sich und sie fühlte einen ängstlichen Stich in ihrem Herzen. »Der Wespenpriester«, dachte sie. »Das ist der Wespenpriester. Er kommt zurück.« Dann erkannte sie, dass sie träumte. Und ihre Angst verschwand. Sie drehte sich wieder nach Tom um, aber er war nicht mehr da. Nur noch der zersplitterte Torpfosten mit dem oben eingelassenen Ringbolzen. Und seine Jacke, die im Gras lag. Mit dem Rückenaufdruck Gordon. Sie bekam ihn flüchtig am jenseitigen Rand der Lichtung zu sehen. Eine weiße Gestalt wie ein Gespenst. »Trisha, was ist Gottes Art?«, rief er. »In der zweiten Hälfte des 9. Innings ins Spiel zu kommen«, wollte sie sagen, aber sie brachte keinen Ton heraus. »Seht nur«, sagte ihre Mutter, »ihre Lippen bewegen sich.« »Trish«, das war Pete, dessen Stimme bang und hoffnungsvoll klang, »Trish, bist du wach?« Sie schlug die Augen auf und die Wälder wichen in eine ungewisse Dunkelheit zurück, die sie nicht mehr ganz verlassen würde. »Welcher Weg?« Sie lag in einem Krankenhauszimmer. In ihrer Nase steckte irgendein Ding und etwas anderes, ein dünner Schlauch, führte in ihre Hand.
Ihre Brust fühlte sich sehr schwer, sehr voll an. An ihrem Bett standen ihr Vater, ihre Mutter und ihr Bruder. Hinter ihnen ragte groß und weiß die Krankenschwester auf, die gesagt hatte, sie hört sie wahrscheinlich nicht. Trisha, sagte ihre Mom. Sie weinte. Trisha sah, dass Pete ebenfalls weinte. Trisha, Schätzchen, oh Schätzchen. Sie ergriff Trishas Hand, die ohne den Schlauch da drin. Trisha versuchte zu lächeln, aber ihr Mund war zu schwer, um sich auch nur an den Winkeln heben zu lassen. Sie bewegte die Augen und sah ihre Red Sox-Kappe auf der Sitzfläche des Stuhls neben ihrem Bett liegen. Quer über den Schirm zog sich ein verwischter grau-schwarzer Schatten. Einst war das Tom Gordons Autogramm gewesen. »Dad«, versuchte sie zu sagen, aber sie brachte nur einen Husten heraus. Obwohl es nur ein Hüsteln war, tat es weh genug, um sie zusammenzucken zu lassen. »Versuch jetzt nicht zu reden, Patricia«, sagte die Krankenschwester, und ihr Tonfall und ihre Haltung verrieten Trisha, dass sie die Angehörigen aus dem Zimmer haben wollte, dass die Schwester sie demnächst hinausschicken würde. »Du bist krank, du hast eine Lungenentzündung, beidseitig!« Ihre Mom schien das alles nicht zu hören. Sie saß jetzt bei ihr auf der Bettkante, streichelte Trishas ausgezehrten Arm. Sie schluchzte nicht laut, aber aus ihren Augen quollen Tränen und liefen ihr über die Wangen. Pete stand neben ihr und weinte auf dieselbe lautlose Art. Seine Tränen rührten Trisha in einer Weise, wie es die ihrer Mutter nicht taten, aber sie fand trotzdem, Pete sehe bemerkenswert dämlich aus. Neben ihm, neben dem Stuhl, stand ihr Dad. Diesmal versuchte Trisha nicht zu sprechen, sondern starrte ihren Vater nur an und bildete das Wort erneut sehr deutlich mit den Lippen. »Dad!« Er saß und beugte sich nach vorn. »Was, Schätzchen? Was gibt's?« »Das genügt, denke ich«, sagte die Krankenschwester. »Alle ihre Symptome machen sich bemerkbar und das wollen wir nicht. Sie hat fürs Erste genug Aufregung gehabt. Tun Sie mir jetzt also den Gefallen. Tun Sie ihr den Gefallen.« Mom stand auf. »Wir lieben dich, Trish. Gott sei Dank, dass du in Sicherheit bist. Wir bleiben hier, aber du musst jetzt schlafen. Komm, Larry, wir...« Er achtete nicht auf Killer. Er blieb über Trisha gebeugt, stützte seine Fingerspitzen leicht auf ihre Bettdecke. »Was gibt's, Trish? Was willst du?« Ihr Blick bewegte sich zu dem Stuhl, zu seinem Gesicht und wieder zu dem Stuhl hinüber. Er wirkte verständnislos. Sie war sich sicher, dass er es nicht begreifen würde. Aber dann hellte sich sein Gesichtsausdruck auf. Er lächelte, drehte sich um, griff nach der Kappe und versuchte, sie ihr aufzusetzen. Sie hob die Hand, die ihre Mutter gestreichelt hatte. Sie wog eine Tonne, aber sie schaffte es trotzdem. Dann streckte sie die Finger aus, krümmte sie, streckte sie. »Okay, Schätzchen, okay, klar.« Er drückte ihr die Mütze in die Hand und als sie ihre Finger sich um den Schirm schlossen, küsste er sie. Daraufhin begann Trisha ebenso lautlos zu weinen wie ihre Mutter und ihr Bruder. »So, nun rechts aber«, sagt die Krankenschwester. »Sie müssen jetzt wirklich...« Trisha sah zu der Krankenschwester hinüber und schüttelte den Kopf. »Was?«, fragt die Krankenschwester. »Was nun? Um Himmels Willen!« Trisha nahm die Mütze langsam von der einen Hand in die andere, in der die Infusionskanüle steckte. Während sie das tat, sah sie weiter zu ihrem Vater auf, um sich davon zu überzeugen, dass er sie beobachtete. Sie war müde. Bald würde sie schlafen, aber nicht gleich. Nicht bevor sie gesagt hatte, was sie zu sagen hatte. Er beobachtete sie aufmerksam. Gut. Sie griff mit der rechten Hand über ihren Oberkörper hinweg, ohne ihren Vater dabei aus den Augen zu lassen, weil er der Einzige war, der genug wusste. Wenn er sie verstand, würde er für sie dolmetschen. Trisha tippte auf den Schirm ihrer Mütze, dann wies sie mit dem rechten Zeigefinger gegen die Zimmerdecke. Das Lächeln, das sein Gesicht erhellte, war das süßeste, wahrste, was sie je gesehen hatte. Wenn es einen Weg gab, lag er dort. Mit dem Wissen, dass er sie verstand, schloss Trisha ihre Augen und ließ sich in den Schlaf davontreiben. Ende des Spiels. So, und das war's dann auch gewesen. Das war jetzt der Schluss des Buches. Ich muss sagen, mich hat das Buch, als ich das erste Mal gesehen habe, total geflasht. Bin auch nach wie vor immer noch begeistert. Man fiebert immer noch mit, man trauert mit, man leidet mit. Vor allen Dingen ist man bei ziemlich vielen Sachen im Ungewissen gelassen. War es ein Bär? War es etwas anderes?
Und wie ist das Ende ausgegangen? Wie ist das gemeint? Sie schlief dann ein. Ist sie dann einfach wirklich, ja, eingeschlafen oder ist sie eingeschlafen? Tja, das darf man sich dann selbst überlegen, so wie sie halt, ja, mehr oder weniger ausgemergelt war. Auf jeden Fall ein wunderbares Buch, das es sich auf jeden Fall lohnt zu holen, zu kaufen und halt irgendwie in die Sammlung zu integrieren. Ich bedanke mich fürs Zuhören an dieser Stelle und vielleicht sehen wir uns an einer anderen Stelle wieder. Bis dahin, euer Mr. Zogger.